zum Thema die neue Volksmusik, die neuen Volksmusik Birkens gibt. Wir haben hier heute auch die Zirbelherren zu Gast und durften mit denen lauschen. Und es war dann doch eine viel kontroversere Diskussion 32, weil wir ganz schnell, also auch die Zirbelherren, uns Grünen, die haben halt eben gesagt, so, naja, früher war halt einfach die Blasmusik und die Volksmusik sehr negativ besetzt, sehr konservativ besetzt. Das ist halt langsam alles so ein bisschen. Und dass dann die Rolling Stones damals auch eine große Rolle gespielt haben, dass quasi die Rolling Stones waren der Volksmusik. Und das ging dann schon so ein bisschen als Eingemachte, weil man natürlich bei einer Diskussionsrunde über Musik im politischen Raum immer schnell dazu kommt, so, ja, eigentlich wollen wir ja alles fördern, aber was gehört jetzt irgendwie zu uns Grünen? Gehört die Blasmusik eigentlich irgendwie zu uns? Es wurden viele Fragen auf den Dörfern, wo man selber natürlich immer sagt, nein, wir wollen alles gleichberechtigt fördern. Alles muss alles seine Daseinsberechtigung haben, das ist alles wichtig. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass die Volksmusik mittlerweile so aus dieser Mockenkiste rausgekommen ist und dass es einfach jung geworden ist, dass es cool geworden ist und dass es nicht mehr ausschließlich der CSU-Bereich ist.